Ihr Fahrzeug ist zu Ihrer Sicherheit mit einem kostenlosen Notrufdienst ausgestattet. Nur im Fall eines schweren Unfalls wird der Dienst automatisch aktiviert und verbindet sich mit der Notrufnummer 112 der Europäischen Notrufzentrale. Der Dienst wird beim Starten Ihres Fahrzeugs aktiviert. Diese grüne Kontrollleuchte gibt an, dass eine Netzverbindung besteht. Wurden Schutzvorrichtungen wie Airbags ausgelöst, wird ohne Ihr Zutun automatisch ein Notruf abgesetzt. Diese Kontrollleuchte blinkt, um anzuzeigen, dass ein automatischer Notruf abgesetzt wurde. Wenn Sie Zeuge eines Unfalls oder Unfallopfer bei einem harmlosen Unfall sind, den die Sensoren Ihres Fahrzeugs nicht erkannt haben, können Sie auch manuell einen Notruf absetzen. Drücken Sie bei stehendem Fahrzeug kurz auf die Klappe, bewegen Sie sie nach unten und drücken Sie dann auf die Taste SOS. Nach dem Absetzen des Notrufs blinkt die Kontrolllampe. Wenn Sie sich an einem Ort ohne Netzabdeckung befinden, leuchtet diese Kontrolllampe nicht. Um einen Notruf abzusetzen, müssen Sie einen Ort finden, an dem das System Verbindung zu einem Netz hat. Wird ein Notruf an die 112 abgesetzt, werden Daten wie der Ort und die Uhrzeit des Unfalls an die Rufzentrale übertragen und Sie werden mit dem Notrufdienst verbunden, der dem Unfallort am nächsten ist. Wenn es Ihre Sicherheit erlaubt, bleiben Sie im Fahrzeug, um den Anruf zu tätigen. Der Mitarbeiter hört Ihnen zu, um einen Einsatz des entsprechenden Dienstes zu ermöglichen. Beachten Sie, dass der Notrufdienst ein Sicherheitssystem ist, das mit den Rettungskräften verbunden ist. Er sollte daher mit Umsicht genutzt werden. Beachten Sie, dass Sie nach einem versehentlichen Drücken der Notruftaste den Anruf abbrechen können, indem Sie die Taste etwa 2 Sekunden lang erneut drücken. Dies ist jedoch nur möglich, wenn der Anruf noch nicht angenommen wurde. Wenn diese Kontrollleuchte länger als 30 Minuten lang rot leuchtet, sollten Sie sich zeitnah an einen Renault-Händler wenden, um eine eventuelle Funktionsstörung zu beheben.